Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Und Edna ist natürlich auch wieder mit am Start. Das ist super. Mit am Stissen. So, was haben wir denn hier hinten eigentlich noch für Räume? Vielleicht hier hinten? Da hat er ja mal gesagt, dieser Raum hier ist leider noch nicht begehbar. Erst den habe ich neu auf. Aber den hier können wir noch besuchen. Hm, wo sind wir denn hier gelandet? Ach, guck mal, ich glaube, das ist das Dedelix-Symbol, oder? Also, von der Firma. So, Zellentür. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Tja, mir auch, ja, ja. Ich will da nicht wieder zurück in eine Zelle. Wenn es doch nur so einfach wäre. Hallo? Jemand zu Hause? Hm, keine Reaktion. Schade. Benutzen. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Ach, war ja natürlich klar eigentlich. Damit kriege ich höchstens Autotüren auf. Und das hier ist kein Auto. Hm, diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben. Und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Ich will aber mal wieder was fußnageln. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Eine Tür versperrt meinen Weg. Warten Sie. Wir schicken jemanden vorbei. Sehr nett. Moment, ich habe meine Adresse noch gar nicht gesagt. Du hast so früh aufgehängt, Mann. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Funktioniert nicht, aber können wir die ein bisschen verunstalten? Wenn ich den Strohhalm ins Schlüsselloch stecke, kann ich vielleicht auf die andere Seite gucken. Mist, ich kann nur bis zum Knick sehen. Verdammt, es war ein guter Plan. Warum gibt es keine Bar, die auch nach Hause liefert? Stimmt. Gute Idee. Oh, da wird nichts gesprochen. Jetzt fühle ich mich irgendwie dämlich. Schade, der gute alte Glas an die Tür Trick, damit man das irgendwie verstärken kann, die Wellen von draußen. Oder von innen hier. Ja, das geht. Nimm dies wieder. Juhu, das geht immerhin. So, kann ich da irgendwas draufkritzeln? Ja, zwei Augen, das ist ja Hammer. Sonst noch was? Nimm dies wieder. Hat super funktioniert. Jo, ich glaube, sonst haben wir nichts mehr Besonderes. In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Crazy. Aufmachen, Polizei! Funktioniert nicht. Ich könnte das Blatt Papier unter der Tür durchschieben? Ja? Ja? Und dann könnte ich mit einem spitzen Gegenstand im Schlüsselloch herumstochern. Ja? Ja! Ja! Gute Idee! Und dann könnte ich den Preis für das innovativste Adventure 2008 bekommen. Perfekt! Nein! Nein, nein, nein! Nein, wir wollen natürlich verlieren. Wir wollen nicht das perfekteste Adventure sein. Was wir aber insgeheim sind. So. Ja, komm, hier können wir auch noch gucken. Dieses Instrument der Versperrungstechnik fasse ich nicht einmal mit Topflappen an. Ist mir einfach zu eklig. Hm, Harvey? Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Ich auch. Ja, das haben wir, glaube ich, so ziemlich alles kommen. Oh, ein Mülleimer. Leer. Mist. Der würde mich nur behindern. Schade. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Sag nicht, der Oscar wohnt auch in dieser Mülltonne hier. Ich habe nur wichtige Sachen. Okay, ich speichere mal. Vielleicht schmeißt sie ja dann trotzdem noch was fort. Fort? Ja, natürlich. Ich meine natürlich fort. Wie bitte? Ich soll mein Ticket in die Freiheit wegwerfen? Ja, ich weiß, ich bin völlig übergeschnappt. So, und gleich einen neuen. Das macht zwar Spaß. Aha, ich habe ja noch einen. Das funktioniert doch noch einwandfrei. Ja, das behalten wir trotzdem, was? Nein, die brauche ich vielleicht noch. Ja, könnte gut sein. Nein. Ja, könnte gut sein. Stimmt, den will ich bestimmt nicht mehr benutzen. Nö, jetzt können wir keine Spuckkugeln mehr verteilen. Das ist natürlich doof. Zum Glück habe ich gespeichert. Stimmt. Das will ich... Natürlich. Was auch sonst? Nein, die brauche ich... Nein. Mhm, mhm.
Ja, ich glaube, da schmeißt sie nur fort. Aber vielleicht hat Captain Unbrauchbar noch was. Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Schön, Harvey. Aber nicht doch. Ja, ich weiß, der sieht gut in Schuss. Kann ich den Stuhl ein bisschen... Nein, danke. Ah ja, jetzt kommt das wieder. Na gut. Alarmknopf, hey cool. Kann ich den drücken? Den will ich nicht. Okay, ansehen. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Alarm! Feuerwehr, komm her! Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Ja, oder ich rede einfach mit dir, weil du direkt neben mir stehst. Es gibt einige wenige Situationen... Natürlich. Hallo? Ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. Dankeschön. Die kann hier leider nichts ausrichten. Schade. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Aber ich hätte jetzt gerne einen Drink. Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Okay. Das ist nicht der Ruf... Ja, ist ja gut, Edna. Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Ketchup ihn längst ausgelöst. Und gegen Senf natürlich auch nicht. Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Senf ihn längst ausgelöst. Schon mal gut. Ich will das nicht essen. Nicht? Keine Wirkung. Das war ja jetzt sinnvoll. Keine Wirkung. Genauso sinnvoll. Keine falsche Vorsicht. In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Eine Tragödie. Ob dieser Knopf die Polizei ruft oder nur den Doktor? Vielleicht ist er auch nur Teil der Hintergrundgrafik. Psst. Tja, damit hat Harvey wohl voll ins Schwarze getroffen. Dieser Knopf wird mir auch keine Unterschrift herbeizaubern. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach, Alarmknopf. Jetzt lese ich's erst richtig. Ich dachte Alarmtopf. Macht so auch viel mehr Sinn. Natürlich. Was ist denn auch ein Alarmtopf? Ja, Edna. Das ist kein Haudin Lukas. Schade, sieht aber genauso aus. Keine Wirkung. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Ja. Und was jetzt? Es scheint keine... So, was haben wir denn noch hier? Nix. Ein Kalender. Ach, können wir hier auch das Licht anschalten? Ach ja, schön. So, Kalender. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Hau. Oh, das ist aber sehr, sehr sexy sogar. Da kann niemand mithalten. Der ist nun wirklich zu gar nichts Nutze. Aber der hat sexy, psychisch gestörte Frauen drin. Hallo, Baby. Benimm dich auf. Dreh nicht gleich durch. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Gut zu wissen. Wozu? Die hat ja kaum was an. Tja, so ist das nun mal. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Ach so, natürlich. Vielleicht können wir die anrufen. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört, Harv? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich will sie nämlich nicht. Nein, ich natürlich nicht.
Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Hui, harte Worte. Nein, ich möchte nicht. Ich weiß. Heute ist Weltkleptomanietag. Das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Juhu. Nein, ich... Sie trägt nicht einmal Topflappen. Und die will psychisch gestört sein? Ha! Ich bin wohl viel mehr psychisch gestört als die. In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Tja, ist ja auch gar nichts. Nein! Und dann... Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Ich brauche die Therapie dringender als Miss September. Ja, das ist wohl wahr. Du brauchst die Therapie am dringendsten. Miss psychisch gestört September. Hobbys? Kochen, malen, tanzen. Puh, die ist so wenig psychisch gestört, wie Pamela Anderson Bademeisterin ist. Ja, genau. In Baywatch. Nein, ich meine... Ah ja, Entschuldigung. Das geht wahrscheinlich auch nicht hier. Nein. Ja, war klar. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au! Harvey, benimm dich. So, hier haben wir noch ein Sichtfenster, da können wir hingehen. Ja, da mal Poki. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Was? Was redest du da, Poki? Schön, ja, wunderschön. Ja, danke für diese Information, Poki. Das war jetzt einfach mal sinnvoll und damit verabschiede ich mich leider auch schon für heute, denn ich muss weg hier. Ich halte es nicht mehr in dieser Anstalt aus mit all diesen Verrückten. Deshalb brauche ich jetzt eine Aufnahmepause. Leider ist diese Folge ein wenig kürzer, aber kommt. Einmal könnt ihr mir das auch gönnen, denn ich mache immer schön große Überlängenfolge. Folgen, besser gesagt. So, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal, was hier bei dem Sichtfenster ist. Bis dahin, ciao!